Moin Leute, Vlog Nummer 1. Ihr habt immer gefragt, wann geht es endlich mit YouTube los? Und wir dachten uns, wann, wenn ich, wer, wenn ich, wie? Ey, Noah, wir können in unseren YouTube-Videos eigene Memes von mir selber nehmen, weil die ganzen Fans machen ja die ganze Zeit wirklich lustige Memes von mir. Und wenn man die mit reinschneidet, das wäre richtig krass, wenn man die Fans dann ja auch noch in unseren Videos mit aufgreift und die sich ja noch mehr krass freuen, Memes zu machen, damit sie ja die Chance haben, in YouTube mit dabei zu sein. Okay. Du lernst schnell, junger Padawan. Viele von euch haben nachgefragt, wann wir endlich mit YouTube starten. Und wir dachten, wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aus. Für Fragen und Anregungen. Und schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert das Ding, drückt die Glocke und so weiter. Das kommt dann, am Schluss meine ich, das ist cringe. Es geht zum Frühstück ins Studio. Ja. Herzlichen Dank, Remba. Jo, fang ihr erstmal an, Alter. Aber weißt du, wie das erstmal an? Weißt du, wie das geht? Man hat das nie gemacht. Machst du es dir selber oder soll ich dir reinschieben? Fuck it. Oh. Mein erstes Mal. Nicht immer frag. Ich frag mich! Hast du keinen Bock mehr? Der ist ja so geil. Oder ist Vincent einfach gut? Er ist so top, dass wir nicht mehr Takes brauchen. Nie. Und es fängt wieder alles von vorne an. Es fängt wieder alles von vorne an. Es fängt alles von vorne an, ist so. Man kann natürlich sagen, dieses, ich nehme Steine, baue höher, jeden Tag ein kleines Stück. Dann kommt wer vorbei und reißt sie endlich ein. Ich schau ab jetzt nur noch nach vorne. Quasi. Manchmal denke ich, ich würde es nicht schaffen. Box mit meinen eigenen Schatten. Manchmal muss ich fallen, um zu wachsen. Die Welt dreht sich. Brauch nicht mehr als dein Lachen. Ey, um es einmal zu. Okay. Eigentlich wollten wir Samstag entscheiden. Ich muss am Wochenende muss ich das Buch schreiben. Ich muss das Buch Montag, Dienstag spätestens abgeben. Oh, ist das hell, Alter. Morgen. Morgen. Wo geht's hin? Ich steh auf. Ich hab schon bei der Schlaf. Wir fahren jetzt um 6 Uhr morgens nach Potsdam zur Radioreise. Und die ersten Radiointerviews, die ich vor allem live mit dem Film darf. Wir dürfen ins Studio fahren unter allen Einrichtungen. Oder unter allen. Und los geht's. Soll ich Haare noch machen? Ja, mach. Let's go. Boah, das ist heiß. Das ist der Content, den die Leute sehen wollen. Die Hose zu machen. Das war schnell.
Stimmt. Ich muss ja wieder rein. Wer, wenn nicht wir, gehen zusammen durch alle Zeiten. Was auch passiert, wir beide bleiben. Wir bleiben, sagt mir. Während Vincent im Studio hängt, greifen wir uns die besten Brötchen. Alles eine Vor- und Nachteil. Brötchen. Das war unser kleiner Besuch bei BB Radio. Schöne Moderation gehabt, jetzt fahren wir zurück ins Studio und arbeiten weiter am Album. Das heißt, heute noch eine kleine Nachtsession. Und ja, das war Studiobesuch. Ich hoffe, ihr konntet mal einen Eindruck bekommen, wie ein Radiosender so von innen aussieht. EQ an. Jetzt bin ich Julian. Wir entscheiden ja heute, wie viele Songs final das Album kommen. Und wir haben, das Album kommt am 14.05. raus. Wir haben aber am 3.03. schon Abgabe von den ganzen Songs. Also das heißt, am 3.03. müssen die Songs fertig produziert sein, fertig aufgenommen sein und bei der Plattenfirma sein, damit sie dann rechtzeitig gepresst werden können. Auf Vinyl, auf CD, damit sie rechtzeitig irgendwann am 14.05. in den ganzen Läden stehen. Und das stresst mich gerade ein bisschen, weil wir haben 30 Songs geschrieben, 15 Songs auf dem Album sein. Und wir wissen jetzt, 3 Wochen vor Abgabe, noch nicht, welche 15 Songs das final sind. Also, das wäre eigentlich ein gutes Zeichen. Das Lust. Sagt doch irgendwie, dass vielleicht das Album gut ist, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, welche Songs weg. Das Album vielleicht gut ist, ja. Also, klar, krasses Luxusproblem zu sagen, wir haben viele gute Songs, die ich gerne drauf haben wollen würde. Aber es ist echt schwierig, Songs sterben zu lassen, weil ich glaube, ich weiß, dass wenn die Songs nicht aufs Album kommen, landen die irgendwo in einem Ordner und werden nie wieder gehört. Und das ist eigentlich für Songs echt schade. Aber es werden 15 gute Songs. Da warten 10 nackte Frauen auf dich. Kleiner Morgenspaziergang. Und zwar absurderweise in Berlin auf der Spree. Ich habe hier mal gewohnt und bin hier mal Tretboot gefahren. Und jetzt kann ich Schlittschuh fahren. Geil. Oh, das ist dass ich das noch erlebe. Was lass mich vielleicht da gehen wir nicht weiter. Da ist irgendwas in mir, ich weiß nicht, was es ist. Versuchst zu finden, ja, doch ich finde es nicht. Versuchst zu fühlen, geh in mein tiefes Inneres. Doch finde nicht. Es ist der letzte Tag in Berlin, bevor ich wieder nach München fahre und ich nutze die Zeit jetzt noch ein bisschen, um zu schreiben für das Buch, das in der Deluxe-Box ist. Ich habe schon ein paar Sachen bei Instagram und Co. vorgelesen und es ist einfach noch sehr, sehr viel zu schreiben und ich muss das Buch in 5 Tagen fertig haben. Deswegen auch mal für euch zur Erklärung. Die Sachen, die natürlich in der Deluxe-Box sind, müssen auch früher schon produziert werden und gedruckt werden vor allem das Buch, was ich gerade schreibe. Und die Abgabe ist am 18. Februar. Das heißt, ich habe noch ein paar Tage Zeit, um zu schreiben. Und mir fehlen noch so 40 bis 50 Seiten. Deswegen bin ich jetzt fleißig dabei. Ich schreibe mir alles am iPad vor und bring's dann hoffentlich fehlerfrei aufs Papier. Okay, aber was mit dem Motorrad? Was macht das Motorrad hier? Das ist mein kleines Baby. Also schaut mal, ich schreibe zum Beispiel, seitdem ich das Album schreibe, schreibe ich mit dem iPad oder Notizen auf dem Handy immer alle möglichen Texte und alle Sätze rein. Also ich schreibe hier auch meine Songs. Hier ist zum Beispiel, die kennt ihr noch gar nicht. Morgen, weit weg und ja, meine vielleicht irgendwann Datei, wo ich einfach zu jedem Song was aufschreibe. Das sind manchmal nur Fetzen, manchmal schon ausgeschriebene Texte und die schreibe ich hier vor, um sie dann aufs Papier zu bringen und euch irgendwann zeigen zu können. Es sind jetzt noch 90 Tage, bis das Album rauskommt und es sind nur noch 18 Tage, bis wir die Songs fertig abgegeben haben müssen bei der Plattenfirma, weil es dann in die Presse geht.
die Vinyls gepresst werden, die CDs gepresst werden, damit die rechtzeitig zum Release da sind. Und das ist ein ganz schöner Zeitdruck. Wir haben jetzt fertig, Stand jetzt sind wir so mit 5 Songs soweit und 10 müssen noch gemacht werden. Plus noch einige Überraschungen, die auf der Deluxebox auf euch warten. Von daher 10 Songs in 10 Songs in 18 Tagen. 10 Songs in 18 Tagen. Und vor allem noch 50 Seiten schreiben in 5 Tagen. Ich will, dass es wird, wie es mal war. Ich seh die Mie-